Zurück im Morellensee sind wir hier bei Paper Mario Color Splash, weil wir noch den dritten dieser komischen Schlüsseltoads holen sollen. Und ja, ich weiß gar nicht mehr so genau, wo das war, weil wie gesagt, das Ganze ist jetzt schon ein halbes Jahr her, dass ich das letzte Mal hier im Morellensee unterwegs war. Ich weiß noch, dass der fliegen konnte. Der hat uns quasi fliegend zu dem einen Ding hier gebracht und das war irgendwo hier rechts. Soweit erinnere ich mich noch. Aber wie genau ich da jetzt hingekommen bin, ist eine andere Sache. Das weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig. Okay, was mache ich denn gegen euch? Gegen den Cooper sollte das reichen, weil damit schieße ich den ja auch auf die anderen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich dann noch was brauche, deswegen nehme ich mir den Hammer noch. Also, fertig gefärbt, auf geht's. Neuer Tag, neues Timing üben, würde ich sagen. Aber das hat funktioniert. Okay. Hätte also ein einfacher, gedamagter Sprung gereicht. Das ist ja schon mal ganz gut. Okay. Gelber Peak Sky Karte. Die haben wir noch nicht. Sollte ich mir so auch merken, dass ich die ins Museum bringe. Schnell, so. Geht mir aus dem Weg. Ich hasse euch. Ich habe leider den Erstschlag nicht gemacht. Oh Gott. Das sind mir zu viele. Machen wir einmal den Multisprung. Und haben wir noch einen davon? Haben wir noch, okay. Ich will doch nur zu dem blöden Schlüsseltoad, Mann. Müsst ihr mir jetzt nicht alle auf die Nerven gehen hier. Mehr brauchte ich nicht, danke. Und mehr brauche ich nicht, danke. So, und auch dafür gibt es wieder eine ganze Menge an Belohnungsstuff, die wir allesamt nicht brauchen. Ach Gott. So, ich müsste jetzt irgendwo nach unten, weil nach oben gab es den zweiten Farbstern hier und unten gab es den ersten. Und unten hat er uns fliegend hingebracht. Das heißt, ich sollte vermutlich auch hier unten lang gehen, oder? Oh Gott. Geh mir aus dem Weg, geh mir auch aus dem Weg. Nein, ich mag die. Das wäre diese Zombie-Nassviecher. Oh Gott, ja, stimmt. Hier war der Ventilator. Den können wir uns auch nochmal holen, weil den brauchen wir noch fürs Museum. Kann ich auch fliehen? Ich fliehe mal. Muss ich irgendwas drücken? Wahrscheinlich wiederholt A, oder? Ich habe einfach wiederholt A gespammt. Geht mir aus dem Weg. So, wie gesagt, den Ventilator, den brauchen wir nochmal. Also wäre fürs Museum ganz hilfreich, uns den jetzt hier einmal zu holen. Ausquetschen! So, dann müssen wir uns den nämlich gar nicht neu kaufen, sondern können wir uns hier einfach wieder neu holen. Okay, damit ging es da lang, aber das müsste nicht die richtige sein. Sondern die wir brauchen, die müsste hier unten rechts sein. Glaube ich. Ich glaube, hier war der damals. Oh nein, Zombie. Hier hat er uns doch irgendwo... Da oben ist er doch. Okay, trotzdem ist jetzt die Frage, uns fehlen hier angeblich noch 5% Färbefähigkeit. Wo haben wir 5% noch nicht gefärbt? Hier irgendwo? Ich dachte, das hätte vielleicht was mit dem zu tun, aber der steht da oben hier einfach nur rum. Ach scheiße, das ist nur ein Rückweg. Hau ab! Ich sehe es. Wahrscheinlich bin ich damals auch einfach abgehauen vor denen. Ich habe das hier deswegen übersehen. Aber das waren definitiv keine 5%. Ah, das könnte überall passiert sein. Beim letzten Mal, wo ich denn vor den, also als ich eben vor den Dingern abgehauen bin, kann das ja genauso sein. Ist hier oben noch was zum Färben? Ich sehe zumindest nichts. Ich färbe hier nochmal so ein bisschen rum. Aber ich glaube nicht. Doof gelaufen.
Das wird auf jeden Fall keine 5% gebracht haben, was wir eben gefärbt haben. Bin ich mir zumindest relativ sicher. Wenn wir den Toad jetzt auch noch färben müssen, dann vielleicht, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es reicht, wenn wir mit dem quatschen. Wann immer ihr euch in Not befindet, seid auch um meine Hilfe gewiss. Jegliches Unrecht ist mir ein rotes Tuch, immer und überall. Sieht ganz aus, als würde das Horn auf deinem Kopf in eines der Schlüssellöcher am Tor des Kame-7-Turms passen. Am Kame-7-Turm, sagst du? Dorthin kann man zwar auch laufen, doch wäre das ein Helden nicht würdig. Eines Helden nicht würdig. Justitia Toad fliegt lieber. Ciao. Okay. So, dann muss ich hier wahrscheinlich die letzten 1-2% auch nochmal suchen. Oder es gab wirklich 5%, aber glaube ich nicht. Nope, das gab nur 2%. Das heißt, 1-2 Flächen haben wir noch ausgelassen. Jetzt aber zum Papyroni-Pfad. Denn wir haben ja die lila Retter-Toads zusammen. Und die schauen wir uns nochmal an. Wo genau befinden die sich? Ich werde, wie gesagt, früher oder später nochmal die Farbkleckse nachholen, aber da kam ich jetzt von der letzten Aufnahmesession bis jetzt nicht dazu. Und hey, das Level kennen wir ja aus dem Bonus-Level. Frage ist jetzt nur nach wie vor, wo waren die lila Retter-Toads? Hier fehlen uns auch noch ein paar Prozent an Färbesachen, aber da kann ich mir gut vorstellen, dass die lila Retter-Toads, weil uns fehlt ja noch ein Farbstern, uns dahin bringen. Oder ich habe einfach hier total offensichtlich was übersehen. Ich habe das damals, die Level, wohl nicht so wirklich gründlich erkundet, kommt mir so vor. Da sollte ich nochmal ein bisschen... Gerade in den alten Leveln sollte ich noch mal ein bisschen genauer nachschauen, aber es sind mir jetzt beide Farbflecken. Sind mir so, sobald ich... Weil ich habe jetzt... Ich habe den jetzt eben das erste Mal nicht gesehen, weil ich halt überhaupt nicht gedacht habe, dass ich sowas Offensichtliches übersehen könnte. Also die waren beide sehr offensichtlich, diese Farbflecken, die ich hier übersehen habe. Ganz komisch. Was ich da auch immer veranstaltet habe. Also warum hat dieser Baum hier oben keine Krone, keinen Wipfel... Haben die alle nicht. Ach so, weil sich hier mal was gedreht hat, ne? Ich erinnere mich jetzt, wo ich den Toad hier im Café sehe. Wie geht's dir denn so? Hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Dass hier alles kaputt ist? Ein Gast, yippie, ich hätte seit Ewigkeiten keinen Kunden mehr. Oh, du bist es nur, Mario. Das war's dann wohl. Es ist Zeit, meinen Träumen adieu zu sagen. Naja, sieht ganz danach aus, als hätten wir deine gesamte Kundschaft platt gemacht. Aber warte mal, gab es da nicht jemanden, der genauso einen Kaffee gesucht hat? Und nun das Sornhäubchen auf dem Kaffee, den das Leben braut, begrüßt mit mir den Besitzer des Kaffeehauses Prisma. Dieser Laden ist perfekt, keine Kunden weit und breit, ein richtig schönes Trauerspiel. Okay, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Hey, würdest du vielleicht deinen Kaffee gegen meins Import Prisma tauschen? Ich wollte schon immer ein unfähiger Kaffeehausbesitzer sein, der gerade so über die Runden kommt. Wie bitte? Das Kaffeehaus Prisma läuft doch super und hat jede Menge Kunden. Na gut, wenn du unbedingt willst, dann tauschen wir ihn. Es ist wunderschön, Mario. Vielen Dank für das Aufspüren eines derart fragwürdigen Juwels. Hier, dieses kleine Maklerprovision oder diese kleine Maklerprovision sollte dich für deine Mühen mehr als angemessen belohnen. Naja. Nicht unbedingt. Kaffeetastisch! Ab heute bin ich der neue Inhaber vom Kaffeehaus Prisma. Hut ab! Das ruinöse Aussehen wird von dem herunterhängenden Schild noch verstärkt. Perfekt. Gut, da sind wohl zwei sehr zufrieden. Der eine will keine Kunden, der andere will viele Kunden und die hatten beide genau das Gegenteil. Das passt ja. So, wo waren jetzt ihre lila Retter-Toads? Es gab ja noch einen anderen Weg wohin. Weil hier scheinen die nicht zu sein. Das hatte hier alles nur mit dem ersten Farbstern zu tun. Ich habe jetzt nochmal an die Wand geguckt, ob ich da vielleicht auch was zu färben vergessen hatte, wenn auf dem Boden, aber so viele Prozent haben uns, obwohl doch, hier haben uns noch 8% gefehlt. Aber ich bin immer noch optimistisch, dass es was mit dem lila Retter dort zu tun hat, denn wie gesagt, uns fehlt noch der ganze andere Farbstern, also durchaus möglich, dass wir noch wohin kommen. Hat sich doch gelohnt, hier nochmal einen Abstecher zu machen, auch wenn wir den falschen Weg genommen haben, haben wir damit doch noch was Neues geholt, denn das hier scheint dann doch der richtige Weg zu sein. Also hat sich in dem Sinne schon mal gelohnt, dass wir so lange nicht mehr gespielt hatten. Ja, da oben ist zum Beispiel noch was, was wir färben können. Da oben ist auch ein Feuerlöscher und hier kamen wir nicht hoch. Das heißt, da oben werden hoffentlich die letzten Prozente sein, die uns fehlen.
Lila rettet Nummer 1, bereit zum Einsatz. Okay. Abzählen. 1, 2, 3. Die lila Rettetot sind vollständig und angetreten. Naja, aber nur weil Mario sie beim Abhängen erwischt hat. Stimmt. Dafür helfen wir ihnen jetzt aber auch. Lila Rettetot bereit machen zur Abstufung. Okay, heißt das, sie macht eine Treppe? Und los! Und das hilft mir jetzt wie? Stopp! Hä? Stopp! Ach so! Oh, ihr macht auch eine Treppe, okay. Ja, nämlich wieder zu vierte Treppe zu machen, wird relativ schwierig, aber okay. Abstufung abgeschlossen, Mario. Jetzt kommst du bestimmt mal die Wand hoch. Probier's mal. Ja, 1, 2, 3 und Anführer. Gut, damit haben wir jetzt direkt den Feuerlöscher, den wir bestimmt für andere Dinge gebrauchen können, aber ich brauche ihn jetzt erstmal fürs Museum. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass das Ganze hier so ähnlich abläuft wie in Sticker Star. Da brauchten wir ja auch für Bosse teilweise zwangsläufig Dingse. Oder die waren sehr, sehr, sehr hilfreich. Das heißt, ich werde mir wahrscheinlich vor dem Karmesinturm nochmal, oder bevor dem Boss im Karmesinturm, ich bin mir relativ sicher, dass das ein Boss-Level ist. Ich meine, da war auch so ein großer Stern eingezeichnet. Davor sollte ich mir wahrscheinlich nochmal die ganzen Dinge hier holen. Oh Mario, du hast mir meine Farbe wiedergegeben. Vielen Dank dafür. Ich muss jetzt aber wirklich los. Ich habe noch eine Verabredung. Viel Glück weiterhin. Okay. Das könnten wir bestimmt auch wissen, was für eine Verabredung der hat. Das Positive ist, wir haben jetzt 1, 2, 3 Sachen eingefärbt. Das könnten 8% sein. Weil ein Farbklecks bringt meistens so 3 bis 4%. Oder nee, eigentlich also 2 bis 4%. Könnte gereicht haben, könnte auch sein, dass uns noch genau einer fehlt. Ein Farbklecks. Ich sehe nämlich keine goldene Flagge. Und es hat uns im Endeffekt nicht zum nächsten Schnickschnack-Knüppeli gebracht. Und doch, es waren tatsächlich alle. Okay. Das heißt, ich muss hier noch einen Farbklecks finden. Und ich muss hier noch einen Farbklecks finden. Die werde ich versuchen, innerhalb der nächsten Zeit mal zu machen. Hier unten haben wir Sierra Löwenzahn. Das ist nur ein normaler Stern. Aber das rote Schloss zeigt für mich eigentlich, dass wir vermutlich dieses rote Schloss, was ja ein Karmesinturm war, erstmal machen müssen, oder? Wirkt zumindest auf mich so. Hinein. Der Karmesinturm. Endlich. Es wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Boss sein. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass wir dafür noch diverse Hilfsmittel brauchen. Mario, wir warten nur auf dich. Die drei auserwählten Toads haben sich versammelt. Die Zeit ist reif, unsere Bestimmung gerecht zu werden. Nichts passiert. Aber so stand es doch geschrieben. Das ist ja wohl der Hammer. Hey Mario, könntest du es vielleicht auf die Sprünge helfen? Mit einer Art schlagkräftiger Starthebe oder so? Du bist besonders gut drauf. Na also... Und damit ist dieser Karmesinturm endlich zugänglich. Es hat geklappt, aber die Toads sind weg. Vielen Dank für euer Opfer, auserwählte Toads. Eines Tages werde ich meinen Kindern und Enkel-Eimerchen von diesem Tag berichten. Wir leben noch. Du dachtest doch nicht etwa, wir würden unsere Bestimmung erfüllen und dann einfach die Klappe halten. Folge deinem Schicksal in den Karmesinturm. Pass gut auf dich auf. Hoffentlich findest du den großen roten Farbstern. Viel Glück, Mario. Der Karmesinturm erwartet dich. Hol dir den großen roten Farbstern. Ja, das habe ich schon mal gehört. Ich glaube, ich habe aus Versehen A gedrückt. Alles klar. Der große rote Farbstern und damit der erste große Farbstern überhaupt. Wie viele gab es? Ich glaube 6 oder 7. Oh.
Da fehlt aber eher relativ viel Grün und Blau. Was ist passiert? Mario? Was geht hier vor? Die ganze Farbe ist weg. Alles ist knochentrocken grau. Ich... Was machen wir jetzt? Nichts gegen dich, aber mit deinem kleinen Farbhammer kriegen wir das nie wieder bunt. Das ist... Wir sind erledigt. Wir können nichts mehr ausrichten. Mario, sieh mal da. Würde sagen, das könnte helfen. Oh, ich kenne die Musik. Bowsers Luftschiff. Habt ihr den Anker nicht eingefahren, ihr Vollidioten? Entschuldigung, ihr da unten, könnt ihr vielleicht unseren Anker losmachen, bitte? Ja, natürlich machen wir das. Wir helfen euch natürlich gern, die Farbe zu klauen. Ist doch kein Problem. Immer wieder gern. Hier ist er. So, färben kann ich den vermutlich nicht. Nein. Brauchen wir das wirklich? Fahren wir bitte wenigstens mit hoch. Ja, okay. Immerhin das. Gut, dann ist der Karmesinturm wohl... Oder hat was mit dem Bowsers Luftschiff zu tun... Alles okay, Mario. Wir haben die Galeere geentert. Das ist unsere Chance. Wir sollten hier das Kommando übernehmen und den Farbeimer zurückbringen. Okay. Ich denke mal, hier auf dem Schiff müssen wir aber nicht so viel färben. Oh Gott. Muss ich jetzt ernsthaft gegen all die Viecher kämpfen? Oh Gott. Ja, herzlichen Glückwunsch. Habe ich irgendwas, was mehrere trifft? Ich kenne die ganzen Fähigkeiten nicht mehr. Was macht der denn nochmal? Kann es sein, dass der mehrere trifft? Ich nehme mal zwei davon, um zu gucken, wie die funktionieren. Ja, der trifft zwei. Das könnte reichen. Okay, ja. Das reicht für vier. Puh, davon haben wir zum Glück noch ein paar, aber das waren tatsächlich die vier hier. Na gut, dann ging das ja sogar. Okay, in den kleinen Boxen hier ist nichts. Die müssen wir natürlich abziehen, um hier weiterzukommen. Ist hier noch irgendwas? Nope. Ich denke mal wirklich, dass wir auf dem Schiff nicht viel färben müssen, weil das ist ja deren eigenes Schiff. Warum sollten die das leer saugen? Wäre ganz schön dämlich. Muss ich den jetzt besiegen oder warum kann ich da nicht hoch? Ah, Gott. Immer so kompliziert hier alles. Keine Ahnung, wie ich da sonst hoch soll, wenn das jetzt hier nicht hilft. Also nimm das. Oh. Ich habe die Lösung wohl gefunden. So, Buddies. Mario? Wie hast du dich denn auf unser Schiff geschlichen? Wir haben einen farbenblinden Passagier an Bord. Schnappt ihn! Oh Gott. Fünf Stück. Na super, da reichen natürlich nicht zwei von den Dreckshämmern. Ich könnte sogar fliehen aus dem Kampf. Gibt das irgendeinen Sinn? Vermute nicht. Ich nehme jetzt die letzten von diesen beiden Hämmern hier, damit zumindest nur noch einer übrig bleibt. Exzellent sogar. Leider trifft Exzellenter nicht drei, sondern trotzdem nur zwei. Oh shit. Okay, so viel zu, damit nur noch einer übrig bleibt. Jetzt wollte ich unbedingt nochmal Exzellent, obwohl es gar nicht notwendig war. Okay, gibt es noch irgendwas, womit ich zwei treffen könnte? Ich nehme mal so eine Feuerblume hier. Wenn ich die nicht versaue, könnte das zumindest was werden. Hat doch funktioniert. Und sogar einen mehr, als ich gebraucht habe.
drück den Knopf. Das sieht nicht gut aus. Vielleicht hätten wir uns einen von diesen einen Steuermann aufheben sollen. Ja, das hilft. Oh, das hilft wirklich. Drück den Knopf. Auch ich versuche das Schiff zu stabilisieren. Kümmere dich um den Eimer. Gibt es hier denn keinen Abwurfschalter? Ja. Das ist natürlich sehr schwierig zu finden. Hilfe! Alarmstufe rot! Im wahrsten Sinne des Wortes rot. Das war dann wohl der Karmesinturm. Alles klar, dann beginnt das Level jetzt ja erst richtig. Warum sollte es auf einer Luftgaleere einen Selbstzerstörungsschalter geben? Wer denkt sich denn nur sowas aus? Ist doch egal, Hauptsache der Karmesinturm ist wieder rot. Lass uns die Brücke überqueren, den Turm betreten. Wir holen uns den großen Farbstern zurück. Der Ratgeber Tod im Port Prisma sagt uns bestimmt auch, was wir, wenn wir dafür etwas Spezielles benötigen. Das ist ein relativ klarer Hinweis, dass wir nochmal zum Ratgeber-Tor zurück müssen. Hey, Mario! Das ist sie, die Brücke zum Karmesinturm. Ei, wie fein, allein der Anblick versetzt mein Herz in genüsslich statische Schwingungen. Ich kenne dich nicht mehr, kennen wir uns? Ach, Mario, wenn du schnell über die Brücke gehen könntest, unter Belastung ist sie bestimmt noch viel schöner. Okay. Ich will aber gleich wieder zurück. Also ich werde den Boss jetzt nicht machen. Ich werde, wenn uns der Tipp schon extra gegeben wird, definitiv nochmal zum Ratgeber-Tod gehen. Andererseits gab es aktuell die Möglichkeit, an drei Dingse zu kommen. Die haben wir alle drei dabei. Weiß ich gar nicht, ob das so zwingend notwendig ist, nochmal zu einem Ratgeber-Tod zu gehen. Aber ich mach's dann trotzdem vorsichtshalber. So, und der letzte. Vielen Dank. Immer wieder gerne, Goombas. Aber am liebsten würde ich keine Karte dafür verschwenden beim nächsten Mal. Geht leider nicht, aber ja, deswegen wahrscheinlich werden wir das nicht mehr so oft machen. Morden. Oh, scheint wohl die Cooperlinge hier als Gegner zu geben. Morden. Warum Morden hier sein? Oh ja, großen Mahlstern. Großen Mahlstern finden. Sofort finden, schnell finden. Okay, Morden. Hast du das gehört? Großer Mahlstern? Ach, bestimmt meinte er einen großen Farbstern. Dann muss er sich hier wohl auf diesem Turm befinden. Nichts wie hoch da, das wüssten wir eigentlich schon vorher, aber gut. Aber warte mal, woher will der Typ eigentlich wissen, dass der große Farbstern hier ist? Und wer war der Typ überhaupt? Ist okay, kümmere dich nicht drum. Das macht Mario schon. Wo ich jetzt gerade drauf hinaus wollte eigentlich, ist... Das weiß ich nicht mehr. Doch, genau, der Turm hatte doch, war doch folglich der Farbe beraubt und somit war hier doch auch gar kein Leben mehr und so weiter und so fort. Wie zum Teufel, hat man Morten hier einfach drin zurückgelassen oder was war das? Och, nö. Okay, Schild bedeutet vermutlich, wir können nur auf den drauf springen, aber der da hinten hat so einen Kack auf dem Kopf. Das heißt, so ein Dreifachsprung reicht hier nicht. Noch so ein Hammer, der dich zurückschleudert. Habe ich alle verbraucht, oder? So kacke, dass ihr das Menü nicht seht und will zumindest irgendwas sehen. Doch, ich habe ja noch einen. Was? Warum? Ich habe nur plötzlich gesehen, dass mein Pinschim angefangen hat, rot zu werden. Nein, das ist nicht deine Karte. Lass das. Zum Glück hat er nicht das geklaut, was ich benutzen wollte. Das hat nicht gereicht! Ach komm schon, okay. Ah, ich greife trotzdem den zweiten an. Okay, das ist gut. Das tat weh. Okay, das war auch nicht schön. Dann jetzt schnell einen Sprung und einen Hammer.
Sprung. Ich finde jetzt keinen verkackten Sprung da. Sprung und Hammer und go. Der hat aber wirklich viel ausgehalten. Ich glaube, das war der stärkste Gegner, den wir so lang kämpfen mussten. Das war einfach nur ein Scheiger mit dem Schild. So, alle Karten zurückbekommen. Das war auch nur eine und die war nicht unbedingt wichtig. Aber wir haben sie immerhin zurückbekommen. Das Lustige ist, dass ich den ganzen Scheiß nochmal machen darf. Da ich ja nach dem Part jetzt nochmal zurückgehe. Aber wir versuchen es jetzt einfach einmal mit dem, was wir jetzt haben. Es wird ja wahrscheinlich eh einen Speicherpunkt geben. Nein, warum? Ich will auch nur die Watt färben, Leute. Ach, leck mich am Arsch. Oh nein. Och, ich hätte nichts machen dürfen. Ja, Kamek. Was darf ich benutzen? Mach hin. Oh Gott. Karten sind unsichtbar. Wahrscheinlich habe ich immer noch dieselben Karten wie vorher, nur sie sind halt unsichtbar. Wahrscheinlich benutze ich jetzt Dingse. Ah, nee, zum Glück nicht. Ja, genau, den brauche ich jetzt total dringend für so einen Kack-Goomba. Wahrscheinlich wird das Spiel auch darauf hinaus, dass wir jetzt unsere ganzen guten Karten hier bei 5 Kack-Goombas verschwenden. Okay. Ich wusste gar nicht, dass man mit dem Hammer mehrere treffen kann. Das war hilfreich. Gut, dass wir es exzellent hatten. Kann ich da nicht durch? Vermutlich nicht. Der Riesentyp ist durch die Wand gerauscht, als wäre sie aus Papier. Ist ja lustig. Zweifachsprung? Hatten wir sowas vorher überhaupt schon mal? Bestimmt beim letzten Mal, aber da kann ich mich mit rein erinnern, weil es so lange her ist. So, sobald der Speicherblock kommt, der hoffentlich bald kommt, werden wir den Part auf jeden Fall beenden. Oh Gott, nein. Oh nein, jetzt nicht bei jedem. Das ist so getriggert darauf, dass wir hier nochmal unsere ganzen Karten verschwenden. So ein Kack, ey. Ich hasse dich, Kamek. Ich muss 2 nehmen, weil ich nicht weiß, ob ein Sprung kommt. Der Hammer hätte nämlich vermutlich gereicht. Aber gut. Müssen wir all unsere Karten verschwenden? Was ist das da? Könntest du das sein lassen, du Dreckstaut? Ach, leck mich am Arsch. Warum sage ich Toad? Du bist ein Goomba. Ist ja auch egal, du nervst. Okay, kein Kamek. Kein Kamek. Das ist sehr gut. Dann muss ich nicht so viel verschwenden. Nein, ich will nicht wissen, was ein Hammer ist. Ich will ihn einsetzen. Wahrscheinlich würde der schrottige Hammer schon reichen, weil es sind halt nur Goombas. Aber ich will halt auf Nummer sicher gehen, dass ich jetzt hier nicht 2 Karten verschwende, weil wir haben jetzt durch Kamek schon genug Karten verschwendet. So, das habe ich gesehen. War hier noch irgendwas anderes, was nicht gefärbt war? Ich würde gerne diesen komischen Goomba da ausweichen. Nein, die respawnen doch jetzt, oder? Ich wollte da gar nicht runtergehen. Okay, die respawnen nicht. Stimmt, die respawnen ja, glaube ich, nur, wenn man das Level verlassen hat. So war das ja, ne? Okay, den kann man aber relativ simpel ausweichen. Den hier nicht. Ja, vielleicht doch. War cool. Oh Gott. Oh, hat funktioniert. Die wollen uns hier am Ende nochmal alle unsere Karten rausluxen. Wenn es das Wort luxen denn gibt. Ich glaube nämlich nicht. Ein 5-fach abgenutzter Hammer. Okay, das ist krass. Das Leben haben wir notwendig. Ich hoffe, wir haben alles gefärbt. Ich konnte jetzt nicht so drauf achten, sondern eher aufs Ausweichen. Ist der Zaun sogar kaputt? Und sind wir jetzt beim Speicherblock? Oh nein. Level ist größer, als ich gedacht habe.
Ansonsten überlege ich gerade, ob es sinnvoller wäre. Ob sinnvoller wäre, jetzt hier den Part zu beenden und beim nächsten Mal notfalls einen Cut zu machen, wenn wir noch was brauchen. Dreifachsprung hilft mir hier nichts. Okay, ich mach das. Die haben sich mit Absicht so dämlich dahingestellt. Da muss ich. Ich muss das so machen, sonst. Ach nee, doch nicht. Ich bin ja dumm. Ich habe ja volles Leben. Ja, wir müssen den ersten mit dem Sprung treffen, wir müssen den zweiten mit dem Hammer treffen und wir müssen den dritten mit dem Sprung treffen. Das ist eben das Problem. Nein, zurück, zurück, kann ich zurück? Nein, ich kann nicht mehr zurück! Ach, scheiße, ich habe schon wieder vergessen, dass ein abgenutzter Sprung den ja nicht umbringt. Habe ich so aus Gewohnheit genommen. Aber wir haben ja von dem eben gelernt, dass ein abgenutzter Sprung gerade so nicht reicht. Doch Hammer gegen die einsetzen, vielleicht nur nicht direkt. Dann war das so natürlich doch ganz gut, wie wir es gemacht haben. Oh, ich hasse dich! Okay, so ist schon besser. Da kann ich mit zwei Hämmern, müsste ich die wegballern. Oder wir machen es so. Sollte eigentlich auch reichen. Nimm das. Ja. Ja, und das reicht nicht. Fuck. Oh, der hat uns so komplette rote Farbe geklaut. Ich hasse den. Okay, dann go. Hätte ich das mit Vorsicht aber doch nochmal mitgenommen. Ich will halt keine Karten mehr verschwenden, so ein Scheiß. Und das reicht nicht! Willst du mich eigentlich verarschen? Okay, doch. Wegen exzellent, aber gerade so. Meine Fresse. Okay, wir kriegen unsere Farbe aber netterweise wieder zurück. Zumindest fast vollständig. Okay, gibt es hinter der Treppe noch irgendwas? Sieht so auffällig aus. Aber vermutlich nicht. Ich glaube, es macht mehr Sinn, jetzt hier einen Cut zu setzen. Und notfalls im nächsten Part nochmal zu cutten. Nur jetzt hier noch. Okay, oh nein. Ich muss die vermutlich erst killen, oder? Und vermutlich mache ich das so. Vermutlich muss ich jetzt kämpfen, ja, das war klar. Okay, aber ihr seid normale Shy Guys. Das heißt, zwei normale Hämmer sollten reichen. Wenn ich noch einen normalen Hammer finde. Gott, dieses Menü hier auch unübersichtlich. Wie ewig man da scrollen muss. Bis man zu den gewünschten Sachen kommt. Okay, kann ich jetzt bitte den Raum verlassen und endlich zum Speicherblock und damit kurz vor den Boss kommen oder so? Das wäre wunderbar. Ich würde nämlich diesen Part ungern 40 Minuten lang machen. Keine Ahnung, wie ich da oben dran komme, aber... Ah, doch, ich habe eine Ahnung, wie ich da oben dran komme. So... Wollte ich nicht machen. So wollte ich es machen. Einen großen Hammer, den brauche ich leider auch fürs Museum. Kann ich also dann nicht im Bosskampf benutzen, was sehr schade ist. Na du? Na du? Seid gegrüßt, mein Herr. Rein zufällig suchen wir nach dem großen Farbstern. Dürfte ich vielleicht nach deinem Namen fragen und dir vorschlagen, bei der Suche nach dem großen Farbstern zusammenzuarbeiten? Hallo. Hallo, ich bin Fabian und das ist Mario. Genau, der Mario. Riesengroßer Malstern. Genau, wir suchen einen großen Farbstern. Hast du einen gesehen? Ich, Morten.
Ja, sehr angenehm, Morten. Weißt du, wir brauchen den großen Farbstern ziemlich dringend. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass uns dieses Gespräch keine Pinselbreite weiterbringt? Mario? Mario! Kein Malstern für Mario! Hey. Was? Er hat einfach so den Boden kaputt gemacht. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass der Typ schon mal von dir gehört hat, Mario. Dieser Morten könnte uns gefährlich werden. Wir sollten besser vorsichtig sein. Ja, da vorne muss ich einfach ausschneiden. Das sehe ich ja jetzt schon. Oh Gott, ich fliehe. Aber sowas von... Ich möchte den Part einfach beenden, bitte. So, ciao. Ah, hier ist der Speicherblock. Okay, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.